Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist super spontan, aber ich habe richtig Bock, es zu drehen, denn ich habe mir vorgenommen, dass ich mir heute meine Haare so ein bisschen färbe. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, weil das immer sehr, sehr viele Leute interessiert, wie ich meine Haare färbe, beziehungsweise was es für ein Ton ist, den ich im Normalfall in meinen Haaren drin habe. Und das alles werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Kleiner Disclaimer vorab. Ich bin Friseurin, ich weiß also absolut eigentlich im Normalfall, was ich tue. Wenn ihr euch in dem Gebiet Haare färben nicht auskennt, dann lasst es lieber sein, lasst es lieber professionell machen, wenn ihr keine Erfahrung habt und wenn ihr euch mit den Produkten nicht auskennt, denn da kann wirklich sehr, sehr viel schief gehen. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass Haare färben erst ab 16 ist, also wenn ihr unter 16 seid. Heute eigentlich gar nicht so viel vor. Ich muss wirklich sagen, das Studiolicht, was ich hier aufgebaut habe, verfälscht die Haarfarbe eigentlich total. In echt sind sie nicht so gelblich, wie sie in der Kamera aussehen, sondern relativ aschig sogar, weil ich einfach auch generell eine sehr aschige Haarfarbe eigentlich habe. Aber es gibt so eine bestimmte Farbe, die ich immer wieder mal in regelmäßigen Abständen über meine Längen färbe und auch an meinen Ansatz bzw. an meine Strähnen, dass das ganze Blond so ein bisschen aschiger aussieht. Und zwar ist es von Die Richesse. Die Richesse ist eine Marke sozusagen von L'Oréal. Und zwar heißt die Farbe 1012. 10 ist die Farbhöhe bzw. Tiefe, also wie hell oder dunkel das Ganze ist. Und 12 ist quasi der Reflex. 1 steht in dem Fall für Asch und 2 für Irisé. Das sind beides sehr, sehr aschige Töne mit einem blauen und violetten Unterton. Und genau, das gebe ich sozusagen wie so ein kleines Glossing. Man sagt auch Abmattierung dazu. In der Fachsprache gebe ich das eben einfach über meine Haare drüber. Dazu habe ich noch eine Färbeschüssel, einen Färbekamm und einen Oxidanten und zwar mit 3%, weil das reicht absolut aus. Ich möchte mir die Haare nicht komplett färben, ich will einfach nur einen anderen Reflex reinkriegen, die so ein bisschen aschiger kriegen. Das macht bei mir jetzt auch nichts an meinem Ansatz, der wird so dunkel bleiben. Also das ist jetzt wirklich nur eine Abmattierung. Ich werde jetzt nicht mit komplett richtig blonden Haaren wieder am Ansatz rauskommen, aber das möchte ich auch gar nicht, sondern es geht wie gesagt wirklich nur um die Abmattierung und dass der Blondton so ein bisschen kühler wird. Das kann ich übrigens auch jedem empfehlen, der seinen Blondton eben ein bisschen kühler haben will. Da passiert eigentlich, wenn man in so einer Tonstufe ist wie bei mir, nicht so viel. Aber wenn ihr jetzt braunhaarig seid oder so, dann wird da auch nicht viel passieren. Also ihr könnt damit jetzt nicht eure kompletten Haare so richtig krass färben, sage ich mal. Für jeden, den es interessiert, man mischt das Ganze 1:1,5, also ein Teil Farbe und eineinhalb Teile Oxidant und das verrührt man dann und sollte es auftragen und die Einwirkzeit beträgt 20 Minuten. So, ich habe jetzt die Farbe gemischt. Ihr seht schon, also ich habe sie noch nicht wirklich umgerührt, nicht so richtig gut, aber man sieht von der Farbe her an sich nichts. Also sieht zunächst erstmal weiß aus. Das ist bei ziemlich vielen Haarfarben so. Die würde jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen rosa werden, sage ich mal. Das liegt einfach an den Pigmenten, die in dieser Farbe drin sind. Ich habe jetzt circa 60 Gramm gemischt. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht nur die 1012 hergenommen, sondern auch noch die 902. Die hat ein bisschen mehr lila Anteil drin. Ich kann euch kurz erklären, warum ich die Haarfarben hernehme. Man muss, um einen Reflex zu neutralisieren oder ihn kühl zu bekommen beispielsweise oder wie auch immer, immer die Gegenfarbe nehmen. Jetzt sind meine Haare, haben einen goldigen Unterton. Die Gegenfarbe von Gelb ist lila und die Gegenfarbe von Orange, was auch warme Pigmente sind, ist blau. Deswegen quasi eine 10 blau-lila und eine 9 lila sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn man das Ganze mal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so schwer. Ich habe das Ganze jetzt gemischt und werde ins Bad gehen und das über meiner Badewanne auftragen, weil ansonsten ja, mache ich hier wirklich alles voll und das will ich nicht. Ich habe jetzt auch schon ein altes T-Shirt an. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles aufgetragen habe. Und ja, ich habe den ganzen Spaß jetzt aufgetragen. So sieht das Ganze aus, wie ihr hoffentlich, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Farbe verfärbt sich jetzt so ein bisschen ins, ja, lachsige, bisschen rosa wird sie. Wenn ihr das Ganze irgendwie nachmachen solltet oder so, dann bedenkt bitte, dass ihr darauf achtet, dass wirklich alles eingestrichen ist, sonst wird es fleckig. Achtet bitte darauf, dass alles gut eingestrichen ist, weil sonst wird es am Ende ziemlich komisch aussehen. Ich werde das Ganze jetzt 20 Minuten einwirken lassen, ausspülen und dann sehen wir uns
eigentlich gleich wieder und wahrscheinlich schon mit trockenen Haaren, weil ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn ich euch die Haare im nassen Zustand zeige. Das hier ist jetzt die fertige Haarfarbe. Ich denke mal, man kann auf jeden Fall einen Unterschied erkennen. Wenn ich mich so selber im Spiegel anschaue, dann fällt es mir unglaublich auf, dass vor allem auch hier die Längen einfach viel kühler sind, so einen leichten gräulichen Touch haben. Genau das ist eben das, was diese Farbe erreicht. Ich finde auch, dass mein Ansatz wieder so ein bisschen schöner quasi mit meinen blondierten Strähnen verblendet ist. Wäscht sich einfach mit der Zeit so ein bisschen raus, aber es wird nie wieder so ins goldig-gelbliche, wie es davor war, sage ich jetzt mal. Es bleibt immer so ein kühler Schleier. Und wenn man zusätzlich noch mit Silbershampoo wäscht, dann ist die Farbe einfach perfekt und bleibt auch viel länger so. Wie gesagt, es ist nicht die übergroße Veränderung, aber es hilft einfach so ein bisschen von diesem goldigen Blond so ein bisschen wegzukommen. Ich verlinke euch mal die Produkte, die ich benutzt habe, unten in der Infobox. Dann könnt ihr da selber mal nachschauen. Wie gesagt, seid immer vorsichtig. Aber das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, da kann jetzt nicht so viel passieren. Allerdings beachtet bitte, wenn ihr nicht mindestens wirklich eine 8 von der Helligkeit her seid, dann bringt diese Farbe absolut gar nichts bei euch. Dann braucht ihr das auch nicht auszuprobieren. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Ciao!